am 7. Juli heißt es endlich wieder. Erkennst du den Song live? Und das Beste, du kannst dabei sein. Die erste Show vor Studiopublikum in einem brandneuen Studio wird nämlich ein Meldkader-Special. Bist du volljährig und hast am 7. Juli Zeit und Bock ab 19 Uhr mit uns um die goldene Ananas zu spielen? In Frankfurt? In Frankfurt am Main? Dann schreib uns jetzt eine Mail an casting@twintv.de. Wir checken eure Bewerbungen und dann filtern wir uns tolle KandidatInnen raus. Tschüss. Hallo, ich bin Sebastian, der Lothar Matthäus der deutschen Quizszene. Hallo, ich bin Dennis, 31 und Sternzeichen Sahnesoße. Hi, ich bin Luisa, 23 und ich habe das Worldwide Wohnzimmer bereits zweimal versetzt. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Eurem Song, eurem liebsten YouTube-Musikformat der Welt. Heute wieder mit zwei tollen Gästen zu meiner Linken. Die Luisa! Und zu meiner Rechten TV-Jäger, Quiz-Champion, Besserwisser, bekannt aus Gefragt, Gejagt, Sebastian Klussmann. Wupp, wupp, wupp. Heute Intelligenz und Musikwissen und du bist eine Wundertüte, Luisa. Zu dir komme ich gleich. Wenn ihr euch denkt, ich möchte auch mal hier stehen, schreibt jetzt Lieblingssong in die Kommentare, euer Alter, Name und ein kreatives Gastgeschenk, was ihr uns mitbringt. Bitte keine Scheiße. Du Drecksau! Er hat wirklich einer Scheiße geschickt! Das ist ja mein Wunsch an euch. Bitte nur Sachen, die ich auch nach dem Dreh mit nach Hause nehmen kann. Das ist mein persönliches Ziel. Luisa, was sind deine Lieblingsgenres? Meine Lieblingsgenres? Es ist ziemlich querbeet, aber ich glaube so das normale Pop, was so in den Charts läuft, 90er, 80er. Das hört sich doch gut an, Sebastian. Das Beste von heute. Sehr schlau und auch in Musik wissen, oder wie sieht's da aus? Ja, theoretisch schon. Das Erkennen ist nur eine große Hürde. Ne? Das ist natürlich das ist hier so, der, Kern, der, der Kern dieses Formats. Ich bin gespannt. Spin the Sound. I know I tend to get so insecure. Doesn't matter anymore. Das weiß ich. Maroon 5 will be loved. Ah, nein. Maroon 5, you will be loved. Hä? Rainbows and butterflies, it's compromise, it moves us alone. Hä? Oh Mann, scheiße. Fuck. Sebastian, dich kennt man aus dem Fernsehen. Du bist ein Jäger bei Gefragt, Gejagt. So ist es. Ja, du hast ja zahlreiche Titel schon abgeräumt. Erzähl mal, erzähl Du bist mal. Neunmaliges Nationalmannschaftsmitglied bei der Quiz-Europameisterschaft. Ja, zehn sogar. Zehnmal. Zehnmal, ich habe es nur geschafft, weil ich mit dem Taxi von Berlin nach Krakau gefahren bin. Wow, jetzt kann ich mal sagen. Wow, ne? Und man kann kein Geld gewinnen, also muss man schauen. Was so schlau bin ich gar nicht. Was gewinnt man denn da? Ruhm, Ehre, man kann hierher kommen und sagen, dass man Nationalmannschaft mitglied ist. Wie bei uns, hier kriegt auch keiner Geld und man kommt einfach nur mit Ruhm, Ehre. Ja. Kauma Lambada. Ah. Aus dem besten Jahr, 89. Bist du ein Tänzer? Wie kommst du dazu? Ja. Ja, bin ich. Und ich bin schwer enttäuscht, dass ich mich Let's Dance abgelehnt habe dieses Jahr. Ja. Aber arbeiten wir dran. Bist du in Latino-Tanz unterwegs? Latino, vor allem Latino, ja ganz und klar. Aber auch in der Disco machst du Spagat und dann machst du Hardstyle. Habe ich mal probiert, einmal. Oh, das dann gereicht. Luisa, du kommst aus Köln und ziehst bald nach Berlin. Ja, ich werde bald Köln leider verlassen. Sehr gut. Berlin fickt Kopf, habe ich schon oft gehört. Der Winter in Berlin ist hart. Wieso ziehst du nach Berlin? Einerseits natürlich wegen der Liebe. Ah, klar. Aber nein, diese Chance nach Berlin zu kommen jetzt, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich bin noch gut jung und da kann man, glaube ich, also was weiß ich, was da alles so auf mich zukommt. Olivia Rodrigo, Good For You. Ja! Geschenke her. Einmal die ganz besonderen, erkennst du den Song? Socken, wow, Socken. Mega. Vielleicht braucht ihr einen Ananas-Schäler. Hey! Ja, mega. Soweit. Wird der Benni gleich kastriert. Ja. Rückwärtsrunde. Ich
fettes Brot, jein. Scheiße! Oh. Versager. Was hast du da? Hm, was ich da hab? Ich muss das jetzt mal verarbeiten. Ja. Was ganz Besonderes. Ich glaube, du kannst gebrauchen. Was ist das? Das ist eine... errat mal, was siehst du hier? Das ist ein Elefant mit Elefant. Diplom. Das ist ein Elefant. Ja, mit Diplom. Eine Hirnzelle mit Diplom. Ah! Ja, ja, müsst ihr euch aber teilen. Wie schön. Gibt es noch eine Quizmeisterschaften zu gewinnen? Mit Diplom muss man tatsächlich erstmal eine kriegen. Gehirnzelle. Wie viel haben wir da Menschen davon im Kopf? Mehrere Milliarden, also insofern. Aber jedes Mal gebe ich eine ab. Das ist toll. Und dazwischen träum ich von dir. Das ist Helene Fischer von 0 auf 100. Fuck you! Ein Tag aus, der gleiche Tagesablauf. Das ist doch dieser ich neue Song. Ich ob du überhaupt existierst. Doch alle sagen, dass man die besten Dinge findet, wenn man sie nicht sucht. Die Antwort auf alle Fragen, mein Hauptgewinn, ja, das bist du. Auf einmal stehst du da und lass mich an. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Helene Fischer. Stehst du da? Nein! Keine Ahnung, Herzbeben, Helene Fischer. Nein, Achterbahn ist es! Scheiße! Na klar! Wie in der Achterbahn. Oh Mann, ey, nein! So schwach. Total doof. Ich merk's, einen Service-Song hier. Ich merk's heute, das ist nicht meins. Geschrieben von Nico Santos übrigens der Song. Grüße gehen raus. Leona Lewis, Bleeding Love. Boom! Schneller. Ich bin ein sehr schneller Typ, Luisa. Du arbeitest in einer Tierklinik als tiermedizinische Fachangestellte. Erstmal großen Applaus dafür. Danke, danke. Ich stelle mal eine Trottelfrage. Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich weiß nicht, wer Tiere von euch allen hier hat, aber im Endeffekt, man geht ja zum Tierarzt, man muss das Tier untersuchen lassen und ich bin die reizende Assistenz des Tierarztes, der Tierärztin und helfe bei allem, was so geht. Ich habe letzte eine gute Idee gehabt, und zwar ein Milliardengeschäft eigentlich. Und zwar Schönheitsoperationen für Tiere. Würden die Leute auf jeden Fall machen. Die Leute also, bezahlen Katze mit so viel Geld. Dicken Titten. Ja, so wenn man weiß, dass ihr das nicht schadet, dann... Oder sowas? Take my money. Es ist 8 Uhr, wir sitzen da, die Stimmung ist famos. Denn gleich geht in der Glotze das Raten wieder los. Wir holen uns 2 Lexikons und noch ein schlaues Buch. Unser Oma weiß zwar ziemlich viel, doch die weiß nicht genug. Oma, wie heißt eigentlich der Storch in der Fabelwelt? Reineke Fuchs, warum willst du das wissen? Das ist Hape Kerkeling, das ganze Leben ist ein Quiz. Das ganze Leben ist ein Quiz. Wir sind nur die Kandidaten. Das war ein kleiner Hint natürlich. Das ganze Leben. Dein ja, Beruf? Das ist das. Das stimmt. Das ist wie ist es, peinlich. Hauptberuflich schlau zu sein? Ist das belastend? Oder ist das ja, die Erwartungshaltung ist hoch, ne? Ja. Ich kann eigentlich nur verlieren hier. Machst du manchmal auch solche Sachen, also löst du auch Sudoku aus Hobby auf dem Klo oder so? Oder machst du eher so... So wie Peter Sodan, ne? Ja, oder... Also, ja, genau, der. So bevor er Bundespräsident werden wollte. Oder wie ist das denn... Oder guckst du im Fernsehen zum Beispiel absichtlich Frauentausch, damit du dein Gehirn nochmal betäubst? Nicht nur absichtlich, ja. Ich fühle mich unterhalten tatsächlich. Ja. Ich habe viel Trash-TV geguckt. Ja. Oder mach's immer noch. Ist Stromae mit Alors et Danse? Alors et Danse. Alors et Danse. Das war meine Partyzeit, da war ich noch jung und kackig. Sebastian, du ich habe noch einige Infos über dich. Zum Beispiel bist du auch Gründungsvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Sowas gibt's ja. Das heißt, was macht dieser Verein? Wir richten Quizmeisterschaften aus. Also ich habe mir irgendwann mal vor 11 Jahren gedacht, ey, es gibt für alles Meisterschaften, für Quiz nicht. Und dann habe ich das ins Leben gerufen und mittlerweile sind wir über 1000 Leute und jeder, der Bock hat, kann mitmachen. Kann ich auch? Wie komme ich denn, wie komme ich denn in die Quiz-Nationalmannschaft? Oh, das ist ein langer Weg, ja. Habt also, ihr Trikots oder sowas? Habt ihr was? Ja, also wir sind ein Viererteam und da kann man sich für qualifizieren. Muss einfach bei den Meisterschaften gut abschneiden. Mhm. Also komm vorbei. Wenn ihr wegkommen, Michael Jackson mit You Are Not Alone. Fuck you! But not enough to eat. Who am I to be blind? Pretending not to see them need. A sonorous disregard. A broken.
Michael Jackson. Man in the Mirror. Hör jeden Morgen. Das ist kacke. Das ist richtig blöd, ey. Hm. Komm, lass mir den Punkt hier einmal. Den Punkt lasse ich dir natürlich. Social House Mafia und Ariana Grande, Boyfriend. Ich bin der Gehirnzelle hier, deswegen. Weißt du was? Das war die, hätte ich das jetzt nicht gewusst, ey. Huiuiui. Gibt es irgendeinen Star aus dem Musikbereich, auf den du einen kleinen Crush hast? Harry das, Styles oder so? Nee, oder? Das war Ariana Grande. Ja? Das ist mein Crush, ey. Mein Crush ist und bleibt DJ Ötzi an der Stelle. Gary, Grüße gehen raus an dich. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Humble von Aha. Drei. Mir fällt der Name nicht ein. Zwei. Eins. Kendrick Lamar. Humble. Ah! Danke. Ja, danke. Gerne. So geht das hier. Ed Sheeran, Shivers. Sehr schnell. Ich kann immer noch nicht hin und spiel jetzt bei Rock am Ring. Die Ärzte, Arschloch? Nein, verdammt! Wenn wir sehen, was ist denn das hier kotzt, geht es uns gut. Ihr wünscht uns die Pest dabei, sie mit Stoppschildern vorbei. Das hier ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Broilers. Alles auf Rausch von Feine Sahne Fischfilet. Mach Platz für den Sieger! Man muss natürlich sagen, es war natürlich trotzdem toll, mit euch hier zu stehen. Zu meiner Linken, Luisa. Großen Applaus. Und zu meiner Rechten, Sebastian Klusmann, der Jäger. Dankeschön. War wohl nix heute. Ja, tut weh. Wie oft hast du schon im Fernsehen den Kürzeren gezogen? Selten. Also, bessere Quote als hier. Einmal hier, einmal verloren. Ja, ich muss wiederkommen, glaube ich. Ja. Und dann ein paar Hirnzellen aufbauen. Like dalassen, Abo. Und ich gehe jetzt in die digitale Endcard. Oben gibt's vom CBD-Startup zum Cannabis-King. Das ist ihr Plan von Reporter. Und unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du den Song? Bleibt sauber und lebt euer Leben und lebt es gut, verdammt.